Hi, servus und jetzt Teil 2 unserer EG-Sprechstunde zum Energiewirtschaftsgesetz 14a. Da hatten wir den Kollegen Ingo Mauser da. Da ging es ums Thema Energiemanagementsysteme, Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung von ENWG 14a. Das heißt, es ging so ein bisschen um die Grundlagen, die Begriffe und die Arten der Ansteuerung natürlich. Das heißt, ob es über eine Steuerbox geht oder ob es natürlich auch über ein Energiemanagementsystem geht. Dann das Thema, ich sage mal, Heimenergiemanagement, wie es Energiemanagementsteuerung machen kann mit den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. Dann auch Hinweise zur praktischen Umsetzung natürlich und so einen kleinen Überblick über den Markt, was gibt es aktuell. Und ja, viel Spaß, dranbleiben, ciao. Auch von meiner Seite einen schönen guten Nachmittag. Ich möchte jetzt nochmal auf so einen besonderen Aspekt auch eingehen, dass wir jetzt mit dem Thema Energiemanagement hier noch weitere Möglichkeiten im Zusammenhang mit 14a sehen und hier auch bewusst geschaffen wurden, mit gewissen Vorteilen, gewissen Herausforderungen, die damit einhergehen. Und auf diese möchte ich jetzt gerade auch nochmal im Detail eingehen. Dabei kommen wir natürlich auf einige Grundlagen nochmal zu sprechen, die meine Kollegin eben schon vorgestellt hatte. Ich möchte aber auf bestimmte Begriffe und Themen, gerade in Bezug auf die Ansteuerung, nochmal ein bisschen detaillierter eingehen. Dann werde ich einen kleinen Überblick über das Thema Heimenergiemanagement und vor allem die sogenannte Energiemanagementsystemsteuerung oder Steuerung mit Energiemanagementsystem von sogenannten steuerbaren Verbrauchseinrichtungen im Speziellen nochmal im Detail eingehen und Ihnen vor allem auch einige Hinweise zur praktischen Umsetzung dieser EMS-Steuerung geben. Der Blick in den Markt fällt leider dann sehr kurz aus. Hintergrund ist, wir hatten gehofft, dass wir jetzt natürlich schon deutlich mehr Informationen Ihnen auch einfach zeigen können, wie Hersteller da agieren. Da werde ich nur ein, zwei Ausschnitte zeigen. Es ist einfach so, dass wir da weiterhin nur sehr, sehr wenige Informationen jetzt wirklich konkret von den Herstellern von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen haben. Aber auch da die Ermunterung, gehen Sie auf die Hersteller zu und damit werde ich dann am Ende das Ganze beschließen. Warum machen wir eigentlich das Ganze? Eigentlich nur nochmal, um das Ganze nochmal einzusortieren. Wir sagen ja immer, Energiewende bedeutet gleichermaßen Stromwende, Mobilitätswende und Wärmewende. Und hier mit dem Thema 14a sehen wir auch, dass diese Sachen hier alle zusammengeführt werden. Hier geht es bewusst nicht nur um die Stromerzeugung, Stromverbrauch im gewöhnlichen Sinne, sondern insbesondere eben auch um den steigenden Stromverbrauch aus Elektromobilität, aus dem Wechsel hin zu Wärmepumpen, aber auch vielleicht in Teilen dem zunehmenden Zubau von Klimatisierungsanlagen. Das Ganze, dieser ganze Umbau, der damit einhergeht, der führt natürlich zu hohen Anforderungen auf Kundenseite bezüglich. Kunden müssen das verstehen, sie müssen Investitionen tätigen. Natürlich gerade im Fachhandwerk das Thema Planung, Umsetzung, gerade auch von Ihnen und natürlich auch bei den Lieferanten und Herstellern, die eben entsprechende Lösungsangebote bieten müssen an der Stelle. Das Ganze ist aber natürlich auch eine große Chance für Installateure, für das Handwerk und auch für die Lieferanten mit einem stimmigen Konzept und insbesondere eben auch so einer Energiemanagementsystem basierten Steuerung für 14a, alles aus einer Hand, alles aus einem Guss mit zusätzlichen Vorteilen für die Endkunden eben umzusetzen. Wir hatten das eingangs ja schon, dass bisher, also der riesige Unterschied bei dieser Neufassung von 14a eben ist, dass wir bisher eine freiwillige Teilnahme hatten und jetzt zunehmend oder mit dem 01.01.24 komplett in eine Teilnahmepflicht gewechselt sind für die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die in diese Kategorien fallen. Und die Besonderheit ist eben, dass hier noch zusätzlich eigentlich diese Komponente Energiemanagementsystem hinzukommen kann und bei der Steuerung und bei dem, wie gesteuert wird, dann auch eine Rolle spielt oder spielen kann und damit gewisse Vorteile einhergehen. Aber zunächst nochmal auf die Grundlagen und einige Begriffe sowie die Ansteuerung, die damit einhergehen. Den Begriff steuerbare Verbrauchseinrichtung hatten wir auch eingangs. Das ist einfach, ja, wir kürzen das häufig einfach mit STEU-VE in der Sprache ab. Aber steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind eben genau diese Verbrauchseinrichtungen, die einen potenziellen Netzbezug haben von mehr als 4,2 Kilowatt, wobei dann je Kategorie das Ganze in der Betrachtung, ob diese Grenze erreicht wird oder nicht, zusammengefasst wird. Das ist ja vor allem wichtig für Mehrfamilienhäuser, wo natürlich mehrere einzelne Klimasplitgeräte verbaut sein könnten, die in der Summe dann vielleicht diesen Wert überschreiten und dann eben auch eine Steuerbarkeit hergestellt werden muss. Das betrifft natürlich klar auch Ladepunkte für Elektromobilität, da aber natürlich typischerweise schon ab dem ersten Ladepunkt. Das heißt, man muss natürlich genau aufpassen, was hier installiert wird und wie schnell man dann eben oder mit welcher Konstellation man dann hier eben unter diese Festlegung fällt. Das Ganze, und das hatten wir eben auch, ist eben ab dem 01.01.24 verpflichtend.
Ältere Anlagen können freiwillig wechseln, dann aber nicht mehr zurückwechseln, sofern heute schon eine ältere Anlage, die jetzt unter so eine Kategorie fällt, bisher auch in 14a in Anspruch nimmt, dann müssen diese sogar in diese neue Festlegung überführt werden. Das war auch nochmal Teil im Prinzip der Frage und Antwortrunde eben mit meiner Kollegin. Und das Ganze, und das hat mir auch bei den Fragen gilt, für alle Anlagen mit unmittelbarem oder mittelbarem Anschluss in der Niederspannung, merken Sie sich einfach, es gilt für alle Anlagen, die in irgendeiner Art und Weise an die Niederspannung angeschlossen sind. Mittelbar muss man sich so etwas vorstellen wie Mieterstrommodelle oder kleine Verteilernetze auf Betriebsgeländen, die aber dennoch direkt an die Niederspannung angeschlossen sind und damit mittelbar dennoch direkt in der Niederspannung, das heißt Netzebene 6 oder 7, dann eben ihren Bezug beziehen. Wichtig auch immer ist der Begriff des Anlagenbetreibers. Der Anlagenbetreiber oder kurz Betreiber ist typischerweise der Endkunde, der Verbraucher, der eben eine oder mehrere dieser steuerbaren Verbrauchseinrichtungen an einem Netzanschlusspunkt und damit hinter einer oder mehrerer Marktlokationen betreibt. Wie funktioniert das jetzt aber bei der Steuerung? Ja, die Steuerung nachher soll zunächst mal wird relativ wenig wahrscheinlich gesteuert werden durch die Netzbetreiber. Immer ein Zielbild muss ganz klar natürlich netzorientiert gesteuert werden. Kunden sollen nicht mehr wie in der alten Festlegung von 14a statische Zeitfenster bekommen. Das ist unter dem Begriff präventive Steuerung jetzt noch weiterhin für eine gewisse Übergangszeit möglich. In Zukunft sollen diese aber netzorientiert, nämlich klar anhand von wirklich Situationen im Netz, die halt wirklich eine Überlastung, jetzt da eine unmittelbare Überlastung bedeuten würden, netzorientiert dann eben ausgeregelt werden. Da sollen dann Anlagen nur abgeschaltet, oder nicht abgeschaltet, sondern gedimmt werden, reduziert werden in ihrem Leistungsbezug, wenn wirklich eine konkrete Netzüberlastung vorliegt. Und das setzt natürlich voraus, dass Netzbetreiber den Netzzustand ermitteln können. Das können sie heute vielfach noch nicht oder nur in Teilen ihres Netzes. Und deswegen gibt es in der Übergangszeit bis dahin noch die sogenannte präventive Steuerung, manchmal auch als statische Steuerung, sehr ähnlich zu dem heutigen Vorgehen bei 14a. Sobald das aber von einem Netzbetreiber genutzt wird, wird er diese dynamische Steuerung innerhalb von 2 Jahren umsetzen müssen und ohnehin natürlich den Netzausbau in diesem betreffenden Netzsegment forcieren müssen. Das heißt, es geht hier bei allem auch immer darum, unmittelbar Handlungen für den Netzbetreiber zu ermöglichen, aber dann spätestens mittelfristig mit Netzausbau die Dinge auch wieder ins Lot zu bringen, dass die Kunden möglichst keinerlei Einschränkungen erfahren. Das heißt, das Vorgehen ist immer Netzzustandsermittlung. Wenn ein konkreter Steuerungsangriff erfolgen muss, dann erfolgt über den Netzbetreiber in Zukunft eine Ansteuerung der steuerbaren Verbrauchseinrichtung. Und das muss natürlich in der Kundenanlage umgesetzt werden und dafür gibt es 2 verschiedene Varianten oder 2 Arten der Ansteuerung. Das eine ist die Direktansteuerung. Da wird jede einzelne steuerbare Verbrauchseinrichtung einzeln direkt angesteuert. Das heißt, jede bekommt diese Vorgabe von 4,2 kW an dieser Stelle. Auf der anderen Seite, und das ist das, was mit Energiemanagementsystemen jetzt eben auch möglich ist, kann man sich für eine EMS, für die sogenannte EMS-Steuerung oder Steuerung mittels Energiemanagementsystem entscheiden. Und der Verbraucher kann sich zwischen diesen beiden Varianten auch frei entscheiden. Wichtig ist auch, es kann auch Mischformen der Ansteuerung bei einem Betreiber geben, genauso wie es ja auch eine Mischform aus Modul 1 und Modul 2 geben kann, kann es hier aber auch Mischformen der Ansteuerung geben. Das heißt, das ist durchaus, hat das Ganze auch Potenzial, sehr, sehr individuell für die Kundenanlage zu sein und man muss dort bei der Installation und auch bei der Beratung der Endkunden genau aufpassen, was ist denn an dieser Stelle wirklich vorteilhaft, was ist technisch möglich, was ist wirklich auch sinnvoll für den Endkunden. Wichtig in dem Zusammenhang, vor allem auch mit der Steuerung über Energiemanagementsysteme ist die sogenannte netzwirksame Leistung. Die netzwirksame Leistung wurde hier so definiert von der Bundesnetzagentur BNetzA, dass es darum geht, welche Leistung von einer steuerbaren Verbrauchseinrichtung potenziell aus dem Niederspannungsnetz, aus dem Niederspannungsverteilnetz entnommen werden kann, bezogen werden kann. Und dabei ist es unerheblich, ob eine steuerbare Verbrauchseinrichtung so betrieben wird eigentlich, dass sie effektiv gar nicht aus dem Stromnetz Strom bezieht. Und das spielt natürlich genau auf das Thema Speicher und Einbezug von Stromspeichern an. Das ist die vorhin auch schon angesprochene Neuerung, die ganz am Ende bei der finalen Festlegung mit reinkam, dass es jetzt auch klar ist, dass Stromspeicher mit einem potenziellen, nicht unbedingt gegebenen oder möglichen AC-seitigen, also netzseitigen Leistungsbezug von über 4,2 kW Leistung unter diese Festlegung fallen.
Das heißt, wenn Sie einen Stromspeicher installieren, müssen Sie sehr genau aufpassen und auch den Datenblättern unter Umständen mit einem scharfen Auge nehmen, fällt dieser Speicher wirklich unter diese Festlegung. Wäre der Speicher theoretisch in der Lage, aus dem Stromnetz 4,2 kW oder mehr an Leistung zu beziehen, so fällt er unter diese Festlegung, andernfalls nicht. Und das ist natürlich gerade bei Batterieheimspeichern abhängig davon, wie viele Batteriemodule verbaut wurden, wie das Modell wirklich auch in Betrieb genommen wurde. Es ist aber nicht entscheidend, ob der Speicher eigentlich gar nicht aus dem Netz bezieht und nur durch Konfiguration auf reine Eigenverbrauchsoptimierung macht. Das ist nicht relevant, sondern da müssen Sie sehr genau in die Datenblätter schauen und sich da auch möglichst an die Hersteller von Ihrem Stromspeicher wenden. Mit Sicherheit werden da einige Updates der technischen Datenblätter auch in den nächsten Wochen und Monaten folgen, die dann genau diesen Wert auch für Sie als Installateur ausweisen, sodass Sie da genau wissen, ob ein Stromspeicher jetzt darunter fällt oder nicht. Wie eben gesagt, bei der Direktsteuerung wird jede steuerbare Verbrauchsanrichtung einzeln und unabhängig von den anderen betrachtet im Sinne der Ansteuerung. Bei der EMS-Steuerung ist es so, dass die Anlagen im Wesentlichen gemeinsam betrachtet werden und auf einen gemeinsamen Wert reduziert werden und damit eben auch einzelne Anlagen unter Umständen also beispielsweise eine Wallbox und eine Wärmepumpe, nur die Wärmepumpe betrieben werden kann oder nur die Wallbox betrieben werden kann. Und dafür, für diese Einzelanlage, die jetzt vielleicht wichtiger ist gerade und die andere gar nicht betrieben wird, dann eben auch eine höhere Leistung möglich ist. Insbesondere ist das natürlich dann auch für solche Anlagen geeignet, wo eine Eigenerzeugung stattfindet. Für eine Direktsteuerung findet nämlich keinerlei Betrachtung von Eigenerzeugung, also gerade auch mit lokalen Photovoltaikanlagen statt. Und das ist bei der EMS-Steuerung anders. Wenn Sie diese Steuerbarkeit herstellen wollen, dann reicht es natürlich nicht allein, dass ein intelligentes Messsystem verbaut wird und dass eine steuerbare Verbrauchseinrichtung theoretisch in der Lage ist, einen solchen Steuerbefehl entgegenzunehmen. In aller Regel braucht es dazu weitere Technik. Wird alles unter dem Begriff Steuerungstechnik zusammengefasst. Das sind alle technischen Einrichtungen, die dazu notwendig sind, um eine steuerbare Verbrauchseinrichtung und oder ein Energiemanagementsystem durch den Verteilnetzbetreiber ansteuerbar zu machen. Das sind insbesondere die sogenannten Steuerungseinrichtungen, das ist ein Smart Meter Gateway, aber natürlich auch eine FNN-Steuerbox beispielsweise, die eben dann die eigentliche Schnittstelle dann eben ausgibt und den eigentlichen Befehl dann beispielsweise für eine Reduktion für 14a an eine Anlage hier übermitteln kann. In der Zwischenlösung können das auch andere technische Komponenten sein, wie Funke und Steuerempfänger oder Ähnliches. Da wird Ihnen mein Kollege von den Netzen aber später auch noch mehr dazu sagen. Weitere Beispiele sind natürlich alle Steuerleitungen, kundeneigene Steuerrelais, Koppelrelais, Leerrohre, alle Dinge, die Sie heute schon installieren können oder installieren sollten. Aber das ist dann auch natürlich ein Stück weit abhängig vom lokalen Netzbetreiber und von den lokalen Gegebenheiten bei der Kundeninstallation. Und natürlich kommen dazu noch weitere Themen hinzu, wie Zählerplatz, Spannungsversorgung. Aber da werden Sie im dritten Vortrag gleich noch mehr dazu hören. Nochmal aber wirklich dieser wichtige Punkt. So ein Smart Meter Gateway als Teil des intelligenten Messsystems genügt nicht allein für die Ansteuerung, denn so ein intelligentes Messsystem ist heute nicht dazu in der Lage, direkt Befehle an eine steuerbare Verbrauchseinrichtung zu geben. Das ist technisch einfach nicht möglich. Da braucht es mindestens mal für eine Übergangszeit, vielleicht auch längerfristig, einen erheblichen Anteil an Steuerungstechnik und inklusive der Steuerungseinrichtung, um diese Steuerungsbefehle vom Verteilnetzbetreiber entgegenzunehmen und dann eben geeignet an die steuerbaren Verbrauchseinrichtungen oder im Falle der Energiemanagementsystemsteuerung eben an eben dieses zu übermitteln. Und das Energiemanagementsystem selbst hat dann vielleicht auch noch weitere Technik, Leistungsmessgeräte oder Ähnliches, noch zusätzlich in der Kundeninstallation, die für die Bestimmung der Werte und eine geeignete Ausregelung dann eben berücksichtigt werden. Was sind jetzt die beiden großen oder die großen Vorteile dieser beiden Arten der Ansteuerung? Wir haben auf der einen Seite die Direktsteuerung, die vermeidet natürlich Integrations- und Installationsaufwand mit eben gegebenenfalls zusätzlichen Energiemanagementsystemen. Der Aufwand ist nicht zu unterschätzen. Es ist hier relativ einfach, aber auch natürlich nachvollziehbar für den Kunden und das ist ein weiterer Vorteil, wenn die Ansteuerung eine steuerbare Verbrauchseinrichtung erfolgt. Sie liefert nicht mehr die entsprechende Leistung. Sie gibt vielleicht auch eine entsprechende Information an irgendeinem Display wieder oder eben in der Applikation, die Sie vielleicht zur Steuerung Ihrer Wallbox auf Ihrem Mobiltelefon haben. Auf der anderen Seite aber bei der EMS-Steuerung haben wir Vorteile, was halt insbesondere bedeutet, dass man nur noch einen zentralen Anschluss der Steuerungstechnik hat, nämlich das Energiemanagementsystem.
Und die restliche Konnektivität dahinter, das heißt das Verteilen der Informationen auf die mehreren steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, dann über das Energiemanagementsystem übernommen wird. Das heißt, Sie brauchen dabei sehr wahrscheinlich weniger Steuerungstechnik als bei der Direktsteuerung. Und das ist der schöne Vorteil für den Kunden, das, was effektiv reduziert werden muss, das heißt, die Auswirkungen auf die Kundenanlage fallen im Regelfall geringer aus. Man kann lokale Erzeugung oder eben auch Bereitstellung von Energie aus Stromspeichern berücksichtigen. Und da werde ich auch gleich noch ein Beispiel dazu zeigen, kann damit natürlich dann höhere Ladeleistungen für eine Wallbox oder höhere Betriebsleistungen für eine Wärmepumpe bereitstellen. Zudem kann man natürlich auch, so wie der Bedarf gerade der unterschiedlichen steuerbaren Verbrauchseinheiten ist, diese Leistung natürlich bestmöglich verteilen. Oft sind Pufferspeicher dahinter, oft sind Elektromobile gar nicht an der Wallbox angeschlossen. Dann bleibt natürlich die Leistung für andere Komponenten noch zur Verfügung. Und natürlich, wenn Sie ein Energiemanagementsystem verbauen, dann ist dieses meistens auch in der Lage, weitere Anwendungsfälle wie beispielsweise solaroptimiertes Laden auf Basis der lokalen Erzeugung natürlich umzusetzen. Das heißt, so ein Einbau und auch der Vorteil eines Einbaus eines Energiemanagementsystems nimmt natürlich hier jetzt einfach oder kann hier im Zuge von 14a nochmal ganz neuen Schwung und ganz neue Bedeutung bekommen. Das heißt, einfach gesagt, die Umsetzung von so einer Steuerung mit Energiemanagementsystem ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn es sich bei dem Anlagenbetreiber um einen sogenannten Prosumer handelt, der eigene Erzeugung hat und eventuell sogar einen lokalen Stromspeicher hat. Dann und vor allem dann auch, wenn mehrere steuerbare Verbrauchseinrichtungen sind, hat die EMS-Steuerung Vorteile. Wollen wir mal auf ein paar Beispiele eingehen. Also nehmen wir erstmal, auf der linken Seite haben wir keinerlei Ansteuerung. Wir hätten ein Gebäude, eine Kundenanlage. Da würde 1 Kilowatt Leistung sonstig im Haus verbraucht werden für ein bisschen Licht. Vielleicht sind andere Kleinverbraucher an. Das Elektromobil ist eingesteckt, es werden 11 kW wirklich jetzt gerade maximale Ladeleistung aus der Wallbox bezogen, dann ergeben sich in Summe 12 kW Netzbezug. Nehmen wir an, es ist eher zwischen 19.30 Uhr, viele Bewohner in dieser Straße sind nach Hause gekommen, haben selbiges gemacht und es tritt eine entsprechende Überlastungssituation ein. Dann würde im Falle der Direktsteuerung der Netzbetreiber an der Stelle einen 14a-Befehl geben und der würde bei dem Kunden hier, im Beispiel mit der Wallbox, zu einer Reduktion der Wallbox-Leistung auf 4,2 kW eben erfolgen. Wenn die Wallbox nicht in der Lage wäre, 4,2 kW zu reduzieren oder das Fahrzeug, da gibt es ja auch einige wenige Fahrzeuge, vor allem den Renault Zoe, der eine so niedrige Ladeleistung im Regelfall nicht unterstützt, wenn das technisch nicht möglich ist, dann müsste der nächst niedrigere Wert gewählt werden, was dann in dem Fall auch eine Abschaltung auf 0 kW Leistung bedeuten könnte. Aber es im Regelfall eben genau nicht bedeutet. Und das ist auch das Schöne und Gute an der neuen Festlegung von 14a. In Summe werden die Netzbezugsleistungen dann auf 5,2 kW Netzbezug reduziert. Wenn wir jetzt hier an der Stelle aber einen Kunden hätten, der nicht nur diese Wallbox hat, sondern auch noch zusätzlich eine lokale Erzeugung, und es ist jetzt vielleicht nicht 19.30 Uhr am Abend, sondern ist es eher in der Mittagszeit und er hätte noch 5 kW Eigenerzeugung von der eigenen PV-Anlage, dann ist es so, dass hier eigentlich effektiv sogar nur noch 0,2 kW Netzbezugsleistung da wären. Ja, das heißt sogar noch weniger, aber aufgrund der Überlastungssituation im Verteilnetz an der Stelle würde der Netzbetreiber trotzdem die Ladeleistung der Wallbox auf 4,2 kW reduzieren. Ja, das heißt, die lokale Erzeugung hätte gar keinen Vorteil für den Kunden hier bei einer Direktsteuerung. Der Kunde kann das aber jetzt mit dieser sogenannten Energiemanagementsystemsteuerung umgehen. Er hätte ein Energiemanagementsystem, was genau diese Rechnung macht und was genau diese lokale Erzeugung von 5 kW berücksichtigt. Und damit wären dann nicht nur 4,2 kW Ladeleistung möglich, sondern 9,2 Kilowatt Ladeleistung mit der Wallbox für das Elektromobil, sodass auch wieder hier in dem Fall, in dem Rechenbeispiel, 5,2 kW Netzbezug eben für diesen Kunden möglich wäre. Und ähnliche Beispiele können natürlich auch für die Wallbox oder auch in Kombination Wallbox und Wärmepumpe. Also können auch für die Wärmepumpe, können aber auch in der Kombination Wallbox und Wärmepumpe natürlich auch noch aufgemacht werden. Aber das erstmal als einfaches Beispiel, einfach um Ihnen zu verdeutlichen, dass eben gerade für Prosumer mit einer eigenen Erzeugung eine solche Energiemanagementsystemsteuerung dann eben Vorteile bietet.
diese 4,2 kW, von denen wir eben gesprochen haben, die diese Grenze darstellen, ob die solche steuerbaren Verbrauchseinrichtungen reduziert werden müssen, werden auch als Mindestleistung bezeichnet. Und bei einer Direktsteuerung gelten diese pro steuerbare Verbrauchseinrichtung jeweils 4,2 kW. Bei der IMS-Steuerung ist das anders, komme ich gleich dazu. Aber wichtig ist halt vor allem auch bei der Direktsteuerung, gibt es so eine kleine Fußnote, die man beachten muss. Es gibt Ausnahmen für Wärmepumpen und eben auch für größere Klimaanlagen. Wenn diese in Summe größer als 11 kW Leistung haben, also insbesondere sehr große Wärmepumpen, beispielsweise im Mehrfamilienhaus, dann gilt hier ein entsprechend höherer Wert, auf den reduziert werden muss. Das ist insbesondere halt dann auch interessant, wenn man größere Zusatzheizungen oder Heizstäbe hat. Durch diese kommt man dann halt auch bei kleineren Einfamilienhäusern unter Umständen sogar über diese 11 kW Leistung, aber hätte dann hier halt eben auch mehr Spielraum, gerade auch im Winter, wenn es sehr kalt ist, eben diese Leistung auch wirklich für die Wärmepumpe selbst bei einem 14a-Fall zur Verfügung zu haben. Bei der IMS-Steuerung berechnet sich das Ganze anders. Da ist die Berechnungslogik komplexer. Da ist eine Formel jetzt zunächst mal vorgegeben worden von der Bundesnetzagentur, die neben der Leistung, also den ersten, würde man sagen, 4,2 Kilowatt für die erste steuerbare Verbrauchseinrichtung, noch zusätzliche, aber leicht reduzierte Werte dazu addiert für jede weitere steuerbare Verbrauchseinrichtung. Das heißt, für die erste steuerbare Verbrauchseinrichtung würde es die vollen 4,2 kW oder einen entsprechenden höheren Wert bei Wärmepumpe und Klimageräten geben. Für jede weitere kommt dann aber ein Wert kleiner als 4,2 kW in Summe dazu. Ja, da wurde, das heißt, bei der Direktsteuerung mit zwei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen hätten Sie jeweils 4,2 kW zur Verfügung. Bei einer EMS-Steuerung ist es etwas weniger als 2 mal 4,2 kW. Die Details, um die sich das berechnet, wird später aber auch nochmal im dritten Vortrag detaillierter darauf eingegangen werden. Wichtig ist aber, im Regelfall wird diese Berechnung, was jetzt wirklich hier für den Kunden gilt, natürlich auch nochmal durch den Netzbetreiber natürlich durchgeführt, so dass Sie sich dann auch im Zweifelsfall diesen Wert direkt vom Netzbetreiber geben lassen können. Jetzt möchte ich nochmal im Detail, aber auch vor allem auf das Thema Heimenergiemanagement eingehen und dann nochmal hier und da etwas mehr in die Tiefe gehen. Vereinfacht ist es, wenn mich jemand fragt, was ein Energiemanagementsystem tut, dann sage ich immer, vereinfacht bringt es eigentlich, hat es eigentlich fünf große zentrale Aufgaben. Ja, die Vernetzung, Integration, Visualisierung und Transparenz über die Energieströme schaffen, gemeinsam eine Anlage mit ihren Komponenten optimieren, dass sie eben in der Zusammenarbeit dem Kunden mehr bieten, als wenn diese Anlagen Bestandteile einzeln für sich betrieben werden. Und es dient vor allem zwei Dingen. Das ist zum einen der Erhöhung der Eigennutzung von lokaler Erzeugung, aber natürlich in der Perspektive mit zeitvariablen Stromtarifen und Ähnlichem, natürlich auch im Zug der Reduktion bei den Bezugskosten, also gerade Ausnutzung beispielsweise von zeitvariablen Tarifen. Das heißt, ein Energiemanagementsystem ist genau dazu da, Komponenten zusammenzubringen. Und genau das soll es natürlich auch hier bei steuerbaren Verbrauchseinrichtungen tun. Die Optimierung findet natürlich dann immer lokal mit Informationen statt, lokale Erzeugung, lokaler Verbrauch, lokale Zustände vom Speicher oder Ähnlichem, aber kann natürlich auch Informationen vom Strommarkt mit einbeziehen. Und wir bewegen uns damit in einem mittlerweile deutlich komplexeren Umfeld. Da kommen neue Stromprodukte, wie eben zeitvariable Tarife, immer mehr dazu. Das heißt, energiewirtschaftliche Produkte, die halt einfach auch mehr sind als die bisherigen Stromtarife, wie wir sie kannten. Aber das bietet natürlich gerade auch für Kunden mit Speichermöglichkeit, mit flexiblen Verbrauchern wie Wallboxen, Wärmepumpen und damit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen natürlich die Möglichkeit, von weitere Potenziale hier zu nutzen und steigert damit natürlich auch im Grunde den Wert der Anlage. Wenn wir jetzt sehen, wer heute vor allem Heimenergiemanagementsysteme einbaut, dann sind das vielfach weniger die Hersteller, die haben oft Energiemanagementsystem-Funktionalität in den einzelnen Komponenten. Es sind häufig aber eben Anbieter, Integratoren, die eben Anlagen in Kombination verkaufen. Da habe ich einige Beispiele mitgebracht. Ich denke, gerade Heartbeat von 1,5 Grad war einige Male in der Presse in den letzten Monaten, aber natürlich auch von weiteren Unternehmen. Denn diese Unternehmen haben natürlich genau erkannt, dass sie mit einem solchen Energiemanagementsystem Komponenten verschiedener Hersteller, mehrere Komponenten bei ihren Kunden, aber auch mit energiewirtschaftlichen Produkten zusammenbringen können und dann gemeinsam optimierte Produkte den Kunden verkaufen können und eben auch die Informationen in einer App beim Kunden dann darstellen können.
Energiemanagementsysteme, um da noch ein bisschen tiefer darauf einzugehen, die bestehen heute schon häufig aus einer lokalen Komponente beim Kunden, ja, manchmal auch als Edge bezeichnet, aber auch Cloud, also serverseitigen, im Internet befindlichen Komponenten, die dann irgendwo Teil der Lösung sind, insbesondere um Daten den Kunden auf beispielsweise eine App auf dem Mobiltelefon anzuzeigen. Jetzt ist es nur so, dass über diesen Weg der Cloud keine Steuerung durch den Netzbetreiber erfolgen darf. Und das ist so vorgeschrieben worden, dass eben alle energiewirtschaftlich relevanten Messungen, das heißt Messungen zum Beispiel vom Verbrauch beim Kunden, um eben eine Abrechnung durch den Stromlieferanten zu ermöglichen, aber auch die Steuerungsvorgänge durch den Netzbetreiber jetzt und in Zukunft über die Smart Meter Gateway Infrastruktur abgewickelt werden müssen. Und dafür braucht es eben genau das Smart Meter Gateway. Und im Fall der Steuerung von 14a wird dieser Befehl künftig dann über das Smart Meter Gateway kommen, was eben Teil des intelligenten Messsystems ist. Wie vorher dargestellt, ist ein direkter Anschluss an ein Energiemanagementsystem heute in der Regel genauso wenig möglich wie an die Steuer- und Verbrauchseinrichtungen. Das heißt, es kommen noch zusätzliche Zwischenkomponenten, Steuerungseinrichtungen, Steuerungstechnik hinzu, die im Prinzip dann auch nochmal dazwischen stehen. Ja, das heißt, eine ganze Reihe an Komponenten, die künftig installiert werden müssen. Und das zieht natürlich erweiterten Platzbedarf auch in den Zellerschränken nach sich. Aber dazu kommen nachher auch nochmal mehr Informationen. Bei der Energiemanagementsystemsteuerung erfolgt dann eine Verarbeitung der Steuervergaben bei 14a vom Verteilnetzbetreiber und dann eben eine Ermittlung der konkreten Steuerbefehle oder der dann aktuell günstigen Vorgaben für diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, und damit Übermittlung und Ansteuerung dieser Geräte dann natürlich gesamthaft und was dann auch noch ein weiterer Aspekt ist, eine Dokumentation der Umsetzung dieser Vorgaben. Dann ist auch ein Teil von 14a, die Anlagenbetreiber sind hier in der Dokumentationspflicht. Ja, das heißt, solche Ansteuerungen von 14a, also vom Netzbetreiber zu 14a müssen dokumentiert werden, sodass dann eben auch rückwirkend nachgewiesen werden kann, der Befehl wurde übermittelt, der Befehl wurde entgegengenommen, verarbeitet und die Anlage auch entsprechend ausgesteuert. Über die Vorteile haben wir eben gesprochen. Ja, das heißt, neben der flexiblen Aufteilung dieser Mindestleistung auf die verschiedenen steuerbaren Verbrauchseinrichtungen ist eben genau diese Berücksichtigung lokaler Erzeugung und Ausspeicherung von Stromspeicher der größte Vorteil von der EMS-Steuerung. Unter Umständen müssen dazu noch zusätzliche Leistungsmessgeräte installiert werden, dass eben auch das Energiemanagementsystem die Leistung der Photovoltaikanlage oder beispielsweise der Wallbox kennt. Nicht all diese Komponenten, auch gerne Klimaanlagen, nicht alle diese Komponenten liefern heute typischerweise überhaupt ihren Stromverbrauch. Das heißt, hier, wenn man diese Steuerung sauber umsetzen möchte, ist eben halt unter Umständen gerade zusammen mit dem Energiemanagementsystem mehr als die Installation eines einzelnen Gateways erforderlich. Und auch noch ein Aspekt, den wir bisher, glaube ich, noch nicht adressiert haben, ist das Thema, dass bei der Installation, im Falle, wenn hier auch eine EEG-Anlage vorhanden ist, dann auch nach aktuellem Stand die Umsetzung der Ansteuerung dieser EEG-Anlage über das Smart Meter Gateway realisiert werden muss. Das ist auch ein Aspekt, der teilweise noch diskutiert wird aktuell, aber jetzt nun erstmal so gegeben ist. Das heißt, bisher war das zurückgestellt, das heißt EEG-Anlagen mit der Reduzierung auf 0,30-60% ihrer Nennleistung im Fall, wenn der Netzbetreiber das benötigt, musste nicht umgesetzt werden. Das war Anfang vorletztes Jahr, 2022, wurde das aber meines Wissens zurückgestellt. Aber wenn jetzt hier aufgrund einer solchen 14a-Steuerung ein Smart Meter Gateway installiert werden muss, muss auch diese Steuerbarkeit der EEG-Erzeugungsanlage umgesetzt werden. Nochmal ganz kurz zur Berechnungslogik jetzt für die netzwerksame Bezugsleistung im Falle der EMS-Steuerung. Das ist ein bisschen komplizierter. Die Berechnung bezieht aber, so kann man sich das Ganze eigentlich herleiten, erstmal natürlich die Anzahl der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen her, hinzu dann aber auch die Anschlussleistung von Wärmepumpen und Klimageräten, insbesondere dann, wenn diese über 11 kW Bezugsleistung haben und dann eben diese sogenannten Gleichzeitigkeitsfaktoren in der Abhängigkeit der Anzahl der steuerbaren Verbrauchseinrichtungen bei einem Anlagenbetreiber. Dann die Formel, die können Sie sich gerne auch nochmal im Detail anschauen. Ich glaube, ein Rechenbeispiel wird nachher auch noch kommen im dritten Vortrag. Es ist im Prinzip so, Sie sehen, ja, mit der zweiten
Steuerbahnverbrauchsanrichtung kommen dann nur noch 0,8 mal 4,2 kW Leistung hinzu und mit jeder weiteren nimmt dann diese zusätzlich erlaubte Leistung dann eben ab. Ja, bedeutet aber immer noch, dass das 0,45 mal 4,2 kW, also immerhin fast 2 kW Leistung, selbst bei 10, 11, 12 Ladepunkten für jeden Ladepunkt in einem Mehrfamilienhaus hinzukommen würden. Wichtig ist natürlich aber auch, die Reduktion darf natürlich auch immer auf einen niedrigeren Wert erfolgen. Das heißt, auch ein Energiemanagementsystem kann bei der konkreten Ansteuerung natürlich auch beliebig kleinere Werte wählen, sofern das dann in dem Fall technisch nur möglich ist oder eben aus anderen Gründen hier sinnvoll wäre. Ein paar Hinweise noch zur praktischen Umsetzung. Im Prinzip ist es so, und das ist wichtig, dass der Anlagenbetreiber die anfallenden Installations- und Betriebskosten trägt. Das heißt, alles, was hier umgesetzt werden muss, muss der Anlagenbetreiber auch bezahlen, erhält dafür aber genau diese Vorteile bezüglich Modul 1, 2 oder 3. Die Anlagenbetreiber müssen das Ganze umsetzen und sie müssen sicherstellen, dass ihre Anlagen stets durch den Verteilnetzbetreiber steuerbar sind. Und wenn eine Ansteuerung erfolgt, dann ist auch der Anlagenbetreiber in der Pflicht sicherzustellen, dass diese Ansteuerung auch entsprechend in der Anlage umgesetzt wurde. Und Anlagenbetreiber, wie vorhin gesagt, müssen das Ganze auch dokumentieren. Es wird natürlich niemand irgendwo sein Notizbuch zücken und einen solchen Schaltbefehl händisch notieren. Das wird natürlich dann über entsprechende Logfiles, über automatische Dokumentation der steuerbaren Verbrauchseinrichtung oder des Energiemanagementsystems erfolgen. Wie genau das aber aussieht und welche Anforderungen auch bezüglich Manipulationssicherheit da vielleicht künftig gelten, wird auch in diesem Jahr festgelegt werden, was natürlich aber auch für viele andere Themen gilt, die wir in dem Zusammenhang sehen. Anlagenbetreiber müssen dann natürlich diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auch anmelden, und zwar vor der Inbetriebnahme beim Netzbetreiber. Unabhängig davon, ob jetzt diese Anmeldung erfolgt, kann natürlich trotzdem auch eine, ob diese Ansteuerung jetzt natürlich für den 14er umgesetzt werden muss, kann trotzdem ohnehin eine Leistungserhöhung am Netzanschlusspunkt notwendig sein. Ein 14a bezieht sich immer auf das Verteilnetz und nicht als Steuerungsmechanismus für einen einzelnen Netzanschlusspunkt. Das heißt, auch da können eben Leistungserhöhungen und zusätzliche Kosten dann entstehen. Auch später sollte eine Anlage geändert werden, sollte sie von der Leistung größer werden, sollte sich irgendetwas anderes bezüglich der Steuerbarung ändern, muss dies natürlich dem Verteilnetzbetreiber vor der Umsetzung mitgeteilt werden. Und wichtig ist auch, dass eine Außerbetriebnahme dann natürlich angezeigt werden muss. Das heißt, dem Netzbetreiber mitgeteilt werden muss, wenn eine solche steuerbare Verbrauchsanrichtung nicht mehr da ist. Denn nur dann kann natürlich auch in den Schätzungsrechnungen, was passiert denn bei einem solchen 14a-Befehl voraussichtlich in einem Netzgebiet, dann das Ganze auch in der Rechnung vom Verteilnetzbetreiber sauber berücksichtigt werden. Im Zusammenhang mit der Umsetzung braucht dann natürlich auch gerade bei der Wahl der Steuerung und auch bei der Mitteilung an den Verteilnetzbetreiber der Anlagenbetreiber im Regelfall natürlich kompetente Unterstützung. Das heißt, durch Installateure, Handwerksunternehmen natürlich an der Stelle, die das für den Anlagenbetreiber übernehmen. Und insbesondere muss natürlich auch die Art der gewählten Ansteuerung an der Stelle mitgeteilt werden. Am Ende ist es natürlich wichtig, dass auch eine Umsetzung der Ansteuerung, also die technische Umsetzung der Ansteuerung, beauftragt wird. Und hier in dem Fall kann sich der Anlagenbetreiber oder der künftige Anlagenbetreiber dabei an den Messstellenbetreiber oder den Netzbetreiber wenden und erfüllt damit seine Pflicht, wenn er diese Beauftragung dann eben gegeben hat. Und ab dem Zeitpunkt kann dann auch die Anlage in Betrieb genommen werden und entsprechend von den Vorteilen profitiert werden. Jegliche Änderungen müssen dem Verteilnetzbetreiber aber natürlich mitgeteilt werden. Jetzt ist natürlich so, dass das Ganze relativ ad hoc kam, und das haben wir auch in einigen Ihrer Kommentare bei den Fragen auch schon gesehen. Die Verwunderung, mit welcher Geschwindigkeit das Ganze passiert ist. Das Ganze hat natürlich dann damit auch dazu geführt, dass nicht alle technischen Lösungen, Protokolle, wirklich in technischen Ausgestaltung, wie das umgesetzt wird, heute schon ganz final festgelegt sind. Ja, deswegen voraussichtlich oder es zeichnet sich ab, sind dann einige Satzbestandteile hier auch auf dieser Folie, insbesondere was das Thema Digitalschnittstelle und Steuerboxen, Umsetzung mit Steuerboxen in Zukunft anbelangt,
gibt es da noch einigen Klärungsbedarf. Das Ganze wird aber in diesem Jahr erfolgen. Das heißt, auch in diesem Jahr werden Sie dann wahrscheinlich gerade in Richtung Herbst einige Klarheit dann auch bekommen, wie das Ganze dann künftig und nicht nur jetzt kurzfristig, vielleicht mit Übergangstechnik wie Funk- und Steuerempfängern, sondern wie es dann künftig auch wirklich mit FNM-Steuerboxen umgesetzt werden wird. Aus dem Grund sollte man eigentlich sagen, dass es in der Regel vorteilhaft ist, den Netzbetreiber mit der Herstellung der Steuerbarkeit zu beauftragen, denn dieser kann nämlich auch vom Einbau veralteter Technik erstmal absehen und sagen, erstmal keine Technik verbauen und zudem muss auch keine Abstimmung dann vom Messstellenbetreiber mit dem Netzbetreiber erfolgen. Also nochmal zurück, der Anlagenbetreiber ist ja in der Pflicht, diese Steuerbarkeit in Auftrag zu geben. Das kann er beim Messstellenbetreiber oder beim Netzbetreiber tun. Im Regelfall ist es aktuell so, dass er es vorteilhaft sein kann, wenn er den Netzbetreiber an der Stelle damit beauftragt und dieser das dann im Auftrag des Anlagenbetreibers über den Messstellenbetreiber umsetzen lässt, sofern er diese Ansteuerung denn wirklich jetzt gerade aktuell schon umgesetzt sehen möchte. Um nochmal einmal schrittweise durch das Vorgehen zu gehen, ähnlich zu der Grafik, die meine Kollegin Ihnen ganz am Ende des Vortrags gezeigt hatte, ist es vereinfacht so, dass am Anfang gerade Installateure, natürlich die Anlagenbetreiber oder potenziellen Anlagenbetreiber bei der Auswahl der steuerbaren Verbrauchseinrichtung und eben gegebenenfalls auch eines Energiemanagementsystems geeignet beraten, die kompatible, interoperable Geräte heraussuchen müssen und eben auch sicherstellen müssen, dass hier der Hersteller eine 14a-Konformität zum neuen 14a auch in irgendeiner Art und Weise schon bestätigt oder eben darauf verweist, dass diese Geräte in Kürze mit den entsprechenden zusätzlichen Schnittstellen ausgestattet werden, beispielsweise über Firmware-Updates. Danach erfolgt im Regelfall die Anmeldung beim Netzbetreiber über die steuerbare Verbrauchseinrichtung, aber natürlich auch über die Umsetzung mit IMS-Steuerung. Dabei wird auch natürlich dieser Wert für diese Mindestbezugsleistung berechnet und festgelegt. Das ist vor allem für die IMS-Steuerung wichtig. Das Ganze muss dann natürlich auch entsprechend konfiguriert werden später. Das heißt, zusammen mit der Installation von steuerbarer Verbrauchseinrichtung und Energiemanagementsystem, der ganzen Vorbereitung für die Steuerschnittstellen und der Anbindung, Kommunikationskabel, Leerrohre und Ähnliches, ist es dann auch unglaublich wichtig, die steuerbare Verbrauchseinrichtung oder diese steuerbaren Verbrauchseinrichtungen zusammen mit dem Energiemanagementsystem und weiterer Messtechnik korrekt zu installieren und zu konfigurieren. Und am Ende erfolgt dann auch die Beauftragung der Ausstattung mit der eigentlichen Steuerungstechnik beim Messstellenbetreiber oder dem Netzbetreiber. Noch ganz zum Schluss den Blick in den Markt. Was sagen die Hersteller? Da hatten wir gehofft, Ihnen jetzt schon deutlich mehr zeigen zu können. Im Moment ist es so, dass die meisten noch sehr rudimentäre Informationen zu 14a bereitstellen und typischerweise darauf verweisen, unsere Anlagen sind oder werden kompatibel sein. Das heißt, achten Sie bitte darauf, welche Informationen die von Ihnen präferierten Hersteller von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen heute schon bereitstellen oder wenden Sie sich am besten auch direkt an Ihre persönlichen Ansprechpartner, die Ihnen da vielleicht auch schon mehr Informationen geben können als das, was auf den Webseiten aktuell zu finden ist. Ein Beispiel habe ich mal mitgebracht. Es war gar nicht so einfach, da überhaupt eines zu finden. Ich glaube aber hier das Beispiel mit Stiebel-Eltron ist gar nicht schlecht. Mit Stiebel-Eltron, die machen schon Werbung damit, dass man hier auf der sicheren Seite ist, die Wärmepumpen das alle unterstützen. Scrollt man dann aber ein bisschen weiter auf der Seite herunter, dann kommen dann auch Hinweise dazu, dass man da nicht nur die Wärmepumpe benötigt, sondern eben auch ganz wichtig, dann künftig auch noch so ein Gateway benötigen wird. Ja, das sind doch die Kleinigkeiten, auf die Sie in Zukunft achten werden müssen. 14a-Steuerbarkeit ist potenziell möglich für eine steuerbare Verbrauchseinrichtung, aber was wird denn hier bei der konkreten Installation oder für das konkrete Gerät beim Endkunden noch weiter benötigt, um dann wirklich eine 14a-Steuerung umsetzen zu können. Nicht, dass dann nachher Anlagenbetreiber oder Kunden noch ein böses Erwachen haben, weil dann nochmal mehrere hundert Euro gut und gerne für zusätzliche Gateways erforderlich sind. Das mit der Zusammenfassung, und das ist eigentlich nur eine Wiederholung der Punkte vorher. Wichtig ist, der Anlagenbetreiber ist in der Pflicht. Sie können den Anlagenbetreiber als Installateur natürlich sehr gut unterstützen, durch den Prozess sauber durchzugehen, sauber beraten, sauber installieren, die Sachen richtig konfigurieren, beim Verteilnetzbetreiber anmelden und natürlich am Ende ganz wichtig, die Umsetzung der Ansteuerung sicherstellen. Das heißt, wichtige Rolle für Sie ist insbesondere Information, Abklärung mit dem Netzbetreiber und natürlich vor allem die Vorbereitung der Installation, der Konfiguration. Das heißt,
hier einfach im Vorfeld dafür zu sorgen, dass das, was nachher umgesetzt werden muss, dann auch wirklich bestmöglich vorbereitet ist. Und mehr Klarheit gibt es dann natürlich im Verlaufe des Jahres, vor allem in Richtung Herbst diesen Jahres, wird es da mit Sicherheit nochmal einige Klarheit geben und konkrete Beispiele geben. Ich wollte Ihnen vor allem auch mitgeben, die EMS-Steuerung kann erhebliche Vorteile bieten, wie gesagt, vor allem für Kunden mit eigener Erzeugung und mit mehreren steuerbaren Verbrauchseinrichtungen. So viel von meiner Seite. Den Prozess hatte ich Ihnen gezeigt oder die Schritte hatte ich Ihnen gezeigt. Das kann man vielleicht noch an der Stelle einfach aufgelegt lassen. Vielen Dank. Sehr gut, Ingo. Vielen lieben Dank. Es sind viele Fragen reingekommen. Jetzt allgemein, jetzt suchen wir uns nur die raus, die dich betreffen. Es wurde gefragt, wie kann ein Hersteller Klarheit zur Steuerbarkeit bereitstellen, wenn die benötigten Schnittstellen unklar sind? Also es wird in vielen Fällen jetzt darauf hinauslaufen, da werden wir gleich auch immer dazu kommen, dass in der Übergangszeit Steuerung über Relaiskontakte erfolgen werden. Also ähnlich wie Sie das von Funkgrundsteuerempfängern aus der Vergangenheit kennen. Das ist etwas, was ja im Regelfall auch in irgendeiner Art und Weise nachrüstbar ist oder ohnehin an den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen vorhanden ist heute, aber vielleicht noch ein Software-Update benötigt, damit diese steuerbare Verbrauchseinrichtung genau so konfiguriert werden kann, dass sie dann eben nicht auf eine vermeintliche klassische Funkgrundsteuertechnik reagieren muss, sondern wirklich auf einen 14a-Befehl. Und digitale Schnittstellen, das ist ohnehin über Firmware-Updates oder zusätzliche Gateways dann in Zukunft dann voraussichtlich sehr, sehr einfach nachrüstbar. Betrifft dann natürlich aber oft nur die neueren Gerätegenerationen, aber da wissen die allermeisten Hersteller ja sehr genau, welche Gerätegenerationen sie noch aktuell pflegen und wofür sie dann wirklich Lösungen bereitstellen werden. Und damit können sie das bestätigen. Jetzt kann man die Frage vielleicht, welche digitalen Schnittstellen muss die steuerbare Verbraucherrechnung anbieten? Baut ihr auf die Frage auf? Ist, glaube genau, ich, also konkret, ich hatte es ja auf der Folie, steht gerade IE-Bus zur Diskussion als eine der präferierten Schnittstellen in einer besonderen Variante, die über eine VDI-Anwendungsregel mal definiert wurde. Das wird aber auch noch in diesem Jahr weiter ausgearbeitet werden. Sehr wahrscheinlich werden aber auch andere Schnittstellen noch möglich sein. Da werden wir dann noch mehr im Jahresverlauf einfach erfahren. Genau. Zur FNN-Steuerbox gab es eine Frage. Wolltest du das beantworten oder willst du das beantworten später, Jens? Da war in der Regionalveranstaltung vom 13.11. wurde die FNN-Steuerbox frühestens Ende 2025 in Aussicht gestellt. Wie passt das zum Termin 1.1.2025? Also ich gehe davon aus, dass dort bei dem Termin die neuen FNN-Steuerboxen Digitalschnittstelle gemeint waren. 1.1.25 wird es aber auf jeden Fall noch ältere Steuerboxen geben mit Relaiskontakten, zumindest in gewissen überschaubaren Mengen, sodass dann auch eine Steuerbarkeit darüber umgesetzt wird. Aber was das jetzt in der Übergangszeit wahrscheinlich auch für 25 bedeutet, wird Ihnen Herr Tengler gleich noch mehr dazu sagen. Genau, da steht, wer bezahlt, installiert und verbindet die steuerbare Verbrauchseinrichtung mit dem EMS? Bezahlen tut der Anlagenbetreiber, das ist einfach. Verbinden die steuerbare Verbrauchseinrichtung mit dem EMS. Ja. Das obliegt dem Anlagenbetreiber, da jemand, ein Installateur, Sie beispielsweise, damit zu beauftragen, diese Steuerung herzustellen. Nur die Ansteuerung vom Smart Meter Gateway über eine Steuerbox hin zum EMS würde dann über den Messstellenbetreiber beziehungsweise im Auftrag des Netzbetreibers der Messstellenbetreiber dann eben umsetzen. Dahinter muss es der Anlagenbetreiber bzw. ein Beauftragter des Anlagenbetreibers. Ja. Kann man jetzt ein paar Fragen rein, ob es schon EMS-Systeme gibt, die diese Anforderungen erfüllen, oder gibt es einen Zeitplan, wann es die ersten Systeme geben wird? Also es sind leider nicht nur die Hersteller von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen, die da noch sehr spärlich mit Informationen umgehen, es sind natürlich auch die Hersteller von Energiemanagementsystemen. Die ersten haben vage angekündigt, eben fürs zweite Quartal diesen Jahres, dass sie da erste Lösungen wirklich auch anbieten können wollen. Da müssen wir aber jetzt einfach auch in den nächsten Wochen und Monaten schauen. Okay, dann war noch eine Frage zu der Dokumentation und Speicherung der Leistungsreduktion, also über die 2 Jahre, was du vorhin erwähnt hattest. Muss somit auf der Steuer- also, oder EMS erfolgen oder ist eine Weitergabe der Events an den Netzbetreiber denkbar? Also im Prinzip der Netzbetreiber weiß ja, wann er einen solchen Befehl gegeben hat. Im Ausblick wird natürlich auch einiges an Dokumentation in der Steuerbox natürlich dann erfolgen, über die Protokollierung dort. Es ist aber natürlich so, bei einer EMS-Steuerung findet auch hinter dem Energiemanagementsystem natürlich einiges statt. Und in dem Fall würde dann natürlich im Energiemanagementsystem eine entsprechende Protokollierung stattfinden. Noch
Kann das EMS auch über die IP-Kommunikation stattfinden? Ja, Energiemanagementsysteme können natürlich IP-Kommunikation nutzen, theoretisch sogar in der Kommunikation dahinter zu den steuerbaren Verbrauchseinrichtungen auch serielle Schnittstellen, was vielleicht für die eine oder andere Wallbox noch ganz, ganz interessant sein kann. Also muss auch jeder PV-Wechselrichter wieder mit der 0, 30, 60, 100 Regelung angesteuert werden? Für alle Anlagen, die ab einem gewissen Stichtag in Betrieb gegangen sind, das betrifft Anlagen, die eben mit Wegfall der 70%-Abregelung nach EEG in Betrieb gegangen sind, für die muss dann eine solche Steuerung dann eben umgesetzt werden. Dazu werden wir aber vielleicht auch nochmal in einer separaten Veranstaltung in Zukunft dann auch nochmal mehr Details geben. Hier gibt es nämlich auch noch gerade einige Diskussionen, wie realistisch das an der Stelle ist. Zumal das heute ja bedeuten würde, dass man ganz schnell auch wieder veraltete Technik einbauen müsste, weil auch da ist es mit Schnittstellen schwierig und das möchte man natürlich vermeiden. Genau, das hatten wir schon beantwortet vorhin, bei wem man die Steuerung beauftragen kann. Handwerker. Hier ist noch eine Frage, die Steuerbarkeit der einzelnen steuerbaren Verbrauchsrechnungen kann aber immer über Datenleitungen und oder Kontrollbox oder Relais, ne, da hatten wir ja gesagt, ausgeführt werden. Der Anschlussnehmer respektive Nutzer entscheidet dann über die konkrete Ansteuerung. Ne? Also es muss natürlich sichergestellt sein, dass bei einer Ansteuerung dann natürlich genau dieser Leistungswert, dieser Mindestleistungswert dann eben eingehalten wird. Das kann natürlich dann auch der Kunde nicht übersteuern an der Stelle. Da hat natürlich die Ansteuerung durch den Netzbetreiber Vorrang. Aber ob das dann eher eine Abregelung der Wallbox oder eine Reduzierung der Leistung der Wärmepumpe ist oder beides oder nichts von beidem, das führt dann natürlich anhand der, ja, das, was der Kunde möchte, typischerweise das Energiemanagementsystem durch. Und das sind natürlich dann auch Funktionen, wo sich die Systeme sehr wahrscheinlich auch in der Funktionalität sehr erheblich unterscheiden werden. Genau, da gehen wir später dann drauf ein, weil ich glaube, wir machen jetzt weiter mit dem Jens. Genau, da. Genau, dann nochmal der Hinweis, bitte die Fragen nicht in den Chat stellen. Und die F&A-Funktion, die ist unten in der Leiste direkt neben dem Chat, weil dann können wir das besser tracken und sehen wir, was wir schon beantwortet haben. Genau, Ingo, vielen lieben Dank. Ja.